Hallo, meine Lieben, und zwar habe ich ein neues Video für euch. Und zwar ein Updates-Video. Und zwar habe ich hier eine ganze Kiste mit meinen Nagellacken. Ja, die wollte ich euch mal zeigen. Ich drehe euch jetzt so nach und nach, Step by Step, filme ich euch meine Updates hier ab. Also Masken haben wir schon gemacht, Paletten haben wir ja auch schon gemacht. Und ich dachte mir, es kommt jetzt so neben Step by Step immer wieder mal ein Update hoch. Ja? Weil die eine oder andere, die freut sich ja dann doch, was man da so in seiner Sammlung hat. Und vielleicht kann man einige Sachen ja noch nachshoppen, die ihr vielleicht interessant findet. Und hier sind aber auch sehr viele alte Schätzchen bei, die man, glaube ich, nicht mehr in der Drogerie findet. Ne? Und zwar, ich habe einen ganz normalen Schuhkarton hier. Was ganz schön schwer ist. Also einen ganz normalen Schuhkarton habe ich hier. Ich habe meinen Kaffee am Start. Und ja. Vorweg muss ich aber sagen, ich habe drei Nagellacke oben in der Küche stehen, weil ich mir gleich meine Fingernägel lackieren möchte. Und zwar sind das neue Nagellacke. Da könnt ihr mal in mein Holz gucken. Zwei waren vom Rossmann und eine war von DM. Von DM, das war von Trended Up. Das ist dieser glitzernde silberne, den ich euch gezeigt hatte. Genau, den möchte ich nämlich gerne heute Abend auf meine Fußnägel machen. Und auf meine Fingernägel möchte ich gerne den von Rossmann machen, von Rival Loves Me. Und zwar ist das ein Hautfarbe Ton. Ja, den gebe ich mit zwei Schichten auf, damit der auch schön so hautfarbemäßig rauskommt. Und darüber gebe ich mir von Rival Loves Me diesen Ultra Gel Nagellack. Den gebe ich mir dann drauf. Genau, damit ihr da Bescheid wisst. Heute bin ich ein bisschen angezogen. Hier die Jacke von Halara. Die ist super. Die ist mega. Dann habe ich von Halara die schwarze Jeans, habe ich an. Dann habe ich hier drunter habe ich mein schwarzes T-Shirt mit Simba und Nala an. Genau, heute habe ich meine Daisy-Kette an. Dieser Schal hier. Mit diesen roségoldenen Federn. Den habe ich, glaube ich, vom Teddy. Kick. Ich meine Teddy. Genau, ich habe mir meine Haare etwas gelockt. Kann die später mal aufmachen. Dann seht ihr, ja, das habe ich hier mit diesem Kopfteil gemacht, was ihr mit der Klammer fixiert und dann die Haare drum wickelt und dann nach hinten. Das habe ich vom Rossmann. Das hatte ich gestern Abend auch verwendet. Ist super, super. Ich kann es euch nur empfehlen für 7 €. Und vom Action habe ich für 1,99 mir das geholt. Das macht ihr euch mit so einem Klettverschluss um den Kopf. Dann habt ihr einzelne Strähnen. Die wickelt ihr dann die Haare drum und macht sie dann mit unten so einem Knötchen dann zu. Und dann könnt ihr dann so auch dann über Nacht schlafen oder so und habe dann wunderbar Locken ohne Hitze. Ich bin sowieso eigentlich, wenn ich duschen war und so, sowieso ein Lockenkopf, weil das habe ich, ist eine Naturwelle, das habe ich scheinbar von meinem Papa geerbt, weil er hat das nämlich genauso. Jo. Ne? Deswegen. Aber es soll ja nicht um die Haare gehen, es geht um die Nagellacke. Ich wollte euch mal gerade sagen, dann habe ich hier mein Armband an, dieses Armband an, meine Ehringe, so bliblablub, wie man das halt eben trägt. Ach, vor allem die Jacke finde ich, die Kordjacke finde ich von Halara super. Auch die Hose. Und ich finde vor allen Dingen die Ärmel, die sind so richtig schön groß. Ich liebe das einfach. Ich liebe das. Okay, wir kommen zu den Nagellacken. zu den Nagellacken muss ich sagen. Ich habe oben im Wohnzimmer, in meinem Wohnzimmerschrank, habe ich von noch ein ganzes Nagelgel-Set mit UV-Lampe und Gele und Topcoat und hast du nicht gesehen. Dazu glaube ich, mache ich euch irgendwann mal ein separates Video. Und dann nehme ich euch Step by Step bei der Anwendung mal mit, weil das geht ganz schnell, ganz einfach, ganz fixi.
Und dann zeige ich euch das mal in einem Video, ne? Weil ich weiß gerade die Marke nicht. Irgendwas mit A. Ich weiß gerade nicht. Aber dazu mache ich euch dann ein extra Video, wie das funktioniert, ne? Das ist wirklich ganz einfach. So. Jetzt kommen wir aber zu den Nagellacken. Okay, fangen wir mit den ersten an. Zu diesen Kunstnägeln, die man aufkleben kann, habe ich auch eine Menge. Das mache ich auch in einem separaten Video, weil ich dann ein paar mehrere Press-on-Nails habe. Genau. So, dann würde ich sagen, fangen wir an. Jetzt muss ich erstmal hier die hinstellen, damit wir mal gucken können, wie und was. Hier gehört irgendwie zusammen. So. Kommen wir zuerst zu meinen neuen Nagellacken, würde ich sagen. Die ist neu, die ist neu, die ist neu, die ist neu, die ist neu. Ich weiß noch genau, was alles so neu ist. Eigentlich so schon gewesen von den neuen Schätzeleins. Ja, gut, die haben wir noch neu und das haben wir neu und das haben wir neu. Genau. Den? Nee, den nicht. Aber den haben wir noch neu. So. Jetzt habe ich die neuen alle hier raus gesucht. Und sonst habe ich hier aber keinen Nagellack. Na, der mehr neu ist. Nee. Sonst nicht. Okay, fangen wir an. Und den habe ich mir auch schon aufgetragen. Der ist von DM, von Trended Up. Super Shine und Tasty Nail Polish. Da sind 8 ml drin. Das ist die Farbe. Moment, da steht unten 301. Das ist die Farbe, ist so ein lila Tönchen. Ich weiß nicht, ob ihr das genau erkennen könnt. Ist so ein lila Ton. Genau. Und da steht dann eben da unten drunter, na, 301. Ist ein super Tönchen. Manche Nagellacke sind so feste zu, obwohl man die gar nicht fest zutritt, ne? Also ich finde von Trended Up die Nagellacke finde ich sehr schön. Und die haben auch ein wirklich breites Bürstchen, weil ich kann wirklich auch nichts damit anfangen, wie so viele andere auch, mit so schmalen Bürstchen. Ja? Ich finde das einfach blöd. Also, wie soll man da den Nagellack auftragen? Also, da frage ich mich wirklich an den meisten Herstellern. Ja, da ist dann scheinbar das Material für die Bürste ausgegangen. So. Das ist das erste neue Schätzelein. Können wir mal gucken. Vielleicht tun wir auch noch was ausmisten, aussortieren. Gucken wir mal. Dann habe ich hier einen neuen von Rival de Loop. Clades und Shine. Nail Polish. Das ist so ein Schwarz mit Glitzer. Da sind 10,5 Milliliter drin. Ja, und wie heißt du? Für einen auffälligen Chromeffekt. Die hochpigmentierte Metallic Textur verleiht einen langanhaltenden und eleganten Look. Bitte Unterlack verwenden. Jo, ne? Was bist du für eine Farbe? Hast du auch eine Nummer? 2301, kann das sein? Dieses hier, wirklich schön. Ist ein wirklich schöner Nagellack. Ich finde den toll. Also alle drehe ich jetzt nicht auf, gell? Dann ziehen wir wirklich das Video in die Länge und das wollen wir ja nicht so. Ja, gut, okay, da geht das Bürstchen ja gerade noch. Also ich brauche es wirklich schön lang und halt eben auch breit, damit man auch schön auftragen kann. Genau. So. Dann habe ich hier von DM Trended Up Super Shine und
Day Nail Polish. Und das ist die 8 ml 203. Aber hier oben steht 740. Was steht denn da drauf? Hier steht. Soll das jetzt. Moment mal. 0,98 sein? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wie gesagt, guck da einfach mal bei Trended Up in der Theke, gell? Das hier ist so ein schönes. Setzt sich auch schon ein bisschen ab. Ich habe schon lange keinen Nagellack mehr drauf gemacht. Das hier ist so ein schönes. Ja, nicht so ein Braun, aber so ein Mauve-Ton vielleicht. So. Hat auch ein schönes breites Bürstchen. Riecht und stinkt ganz normal nach Nagellack. Ja, dieses hier. Also, wenn ich die beiden nebeneinander halte, da sieht man die Farbe schon, gell? So. Dann habe ich hier von Trended Up AC und Speedy Nail Polish. 6 ml von DM natürlich, Trended Up. Und da steht die Nummer drauf, 200 hier hin. Hier hinten steht 200 und unten drunter 207. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wie die Nummer wirklich da ist. Und das ist so ein schönes lila Flieder, aber so ein Schimmertönchen, so ein Chrom ist da drin. Bisschen flüssiger. Seht ihr, wie schön das schimmert? Wunderschön. Kann man ja mal gerade neben dem halten. Dann seht ihr das auch irgendwie vielleicht auch. Kann man das sehen? Ja, das schimmert so ein bisschen. Dann haben wir hier von Trended Up AC und Speedy. 201, aber da habe ich schon mal den Kleber abgemacht. Mal schön durchshakern. Das ist so ein grün Petrol mit Glitzer. Halt eben. Oh, den kriege ich aber nicht auf. Den muss ich euch nur so zeigen. Der hat so einen schönen Glitzer. So einen schönen Glitzer hat der mit drin. Genau. Dann haben wir hier von Trended Up AC und Speedy. Das ist die 160, 6 ml. Und unten drunter steht 207. Hat man die 207 mit ihm gerade schon mal? Das sind bestimmt die 207er. Die gehören alle in einer Reihe. Ah. Und dann ist hier bestimmt die Farbbezeichnung 160. Das ist so ein schönes Rosa. Und schimmert auch schön. Richtig schön. So, und dann habe ich hier. Die sind, glaube ich, ziemlich neu bei Catrice. Catrice Dream in Soft Glanz. Oder Glaze Nail Polish. Sind 10,5 Milliliter drin und ist die 020 Dunkin' Don't. Dunkin' Don't. Genau, ist auch vegan, steht drauf. Jo, ne? Fand ich recht interessant. Und die Farbe erst. Oh mein Gott. Und bei den neuen hier ist halt, da zieht ihr die Kappe ab und dann. Den finde ich echt schön. Und dann habe ich auch den hier von Catrice. Dream in Jelly Sparkle. 040 Jelly Crush. 10,5 ml und ist auch vegan. Der hat so schöne Flakes drin. Oh mein Gott, seht ihr da so ein lila Tönchen? Ich liebe den. Und dann habe ich hier vom Rossmann, das sind UV-Lacke, von Semilack UV-Hybrid. Die müsst ihr unter der Lampe aushärten. Genau, da haben wir einmal da die Marke. Und. Moment, Semilack Orange Euporia 424 ist die Farbbezeichnung.
Ja, die müsste halt unter der Lampe aushärten. Dann haben wir hier von Semilac. Da sind überall 7 Milliliter drin. Semilac ist ein Base. Hybridi. Könnt ihr das sehen? Genau. So ein Topcoat. So eine Base. Dann haben wir hier selbe Marke. Da steht sogar HEMA Free. Irgendeinen chemischen Stoff. Damit muss man aufpassen. Vegan, 7 Milliliter. Das ist die Farbe Ice Waterfall 240. So ein Petrol ist das mit Glitzer drin. Und dann von derselben Marke ist auch HEMA-frei. Das ist Pink Bubbles 462. So ein, ja, so ein Pink und dann so auch Glitzer halt eben drin. Das sind meine Neuzukömmlinge. Plus die ich oben habe, gell? So, jetzt kommen wir zu denen, die ich schon was länger habe. Ah, okay. Hier kann ich sagen, ich weiß jetzt nicht. Habe ich auch so, so Press-on-Nails dran. Aber die holen wir in ein anderes Video mit rein. So. Dann habe ich hier von Disney Williams Maleficent von Catrice von der Disney LE, die war. Ja, da habe ich auch das hier hinten abgemacht. Naja, egal. Da sind, glaube ich, auch 8, 9 Milliliter drin. Und zwar, den finde ich sowas von geil von Maleficent. Der ähnlich, oder, ja, Moment mal. So ein bisschen dem hier, so etwa. Nur, dass die Farbe kräftiger ist. Und die Farbe ist so schön und die schimmert auch richtig schön. Da müsst ihr auch die Kappe abziehen. Oh mein Gott. Ah ja, den kriegen wir auf. Oh, diese lila Farbe und dann das schimmernd. Das ist so, so, so schön. Wenn da Licht drauf scheint auf die Nägel, das ist super schön. Richtig schön. Schade, dass ich mir davon keinen zweiten Nagellack gekauft habe. Ja, deswegen spare ich mir den so ein bisschen auf, weil der ist echt super schön. Dann von derselben LE. Da war ja Maleficent, Cruella de Vil und so. Da habe ich hier auch einen von Catrice, von Cruella. Da hat auch abgemacht gehabt, genau. Da ist dann Cruella. Das ist in Sch so ein Schwarz mit diesem Glitzer drin. Das seht ihr ja auch, gell? Da zieht man auch die Kappe ab. Richtig schön. Richtig schön. Ja, dann habe ich hier ganz normal, den würdet ihr, glaube ich, auch ne jetzt auch noch in der Theke finden von Essence. Diesen Essence Extreme Gel Top Coat. Da sind 8 Milliliter drin. Den mache ich eigentlich fast überall drauf. Der glänzt super schön. Er lässt euer Nagellack super lange auf den, auf den Nägeln drauf. Er platzt nichts ab. Und es ist wirklich so ein richtig schönes, als hättet ihr wirklich vom Studio euch Gelnägel machen lassen. Ich finde das echt nice und deswegen den kaufe ich mir immer wieder mal nach. So. Ach, hier. Okay. Dann habe ich den doppelt, weil den hier habe ich nämlich oben stehen und den möchte ich mir nachher drauf machen. Von Rival Loves Me Soft und Share Color plus Hardening Polish. Den habe ich gerade oben stehen und den möchte ich mir gleich drauf machen. Okay, dann habe ich den doppelt. Ist ja nicht schlimm. 9 Milliliter ist vegan. Halbtransparenter Nagellack mit Jojobaöl und Quarz. Ich finde den ultra schön. Dann habe ich ihn halt eben doppelt. Ist ja nicht schlimm. Den möchte ich mir nämlich gleich drauf machen und dann diesen Ultra HD Gel Topcoat da. Habe ich mir auch mal einen neuen geholt. Dann haben wir hier von Rival Loves Me Soft and Share Color und Hardening Polish, aber in Weiß. Den schütteln wir mal gerade. Genau, auch 9 Milliliter, ist auch vegan. Halbtransparenter Nagellack mit Jojobaöl und Quarz. Ja. Der ist so in Weiß. Finde ich auch super schön. Der euch die Nägel pflegt. Dann haben wir hier. Moment mal. Jetzt sag nicht, ich habe den dreimal. Nee, das hier ist eine andere Farbe, aber gehört zu der Reihe. Steht neu dran. Rival Loves Me, Soft und Share Color und Hardening Polish. Ist aber eine andere Farbe. Ich habe nur den einen hier doppelt.
Seht ihr? Das sind andere Farben. Auch 9 Milliliter vegan. Ist auch dasselbe. Ja, der soll eure Nägel härten und Glanz und gesünder machen. Ne? Das hier ist von einem Essens-Adventskalender. Ich kann euch aber nicht sagen, von welchem Jahr. Ich hatte nur 2000, ich meine 20, 21 und 22 von Essens ein. Also letztes Jahr hatte ich von Essens keinen, weil mir der nicht gefallen hat. Absolut nicht. Und genau, letztes Jahr hatte ich den nicht. Die letzten 3 Jahre hatte ich den halt eben, gell? Das ist hier so ein Mini High Gloss Top Coat. 5 Milliliter, ist vegan, kann man immer wieder mal brauchen, gell? So ein Klarlack. Dann haben wir den hier. Gel Nail Color Essence. Did you miss me? 8 Milliliter, ist auch vegan. Gel Nail Color 10. Did you miss me? Sind schon die neueren. Ist auch so ein etwas so ein Creme-Farbeton. Dann haben wir hier noch einen aus dem Essens-Adventskalender. Was bist du denn? Mini Fix und Gloss Top Coat. 5 Milliliter. Ja, diese Designs, die da draußen sind, die sieht man so nicht, ne? Genau. Dann habe ich hier einen. Der ist super schön. Der ist so in allen Farben jongliert, der. Der war in einer LE von DM, Trended Up, Polar Lights. Der war in einer LE, also den glaube ich kriegt ihr so nicht mehr, es sei denn online. 11 Milliliter ist die Farbe 010. Und der jongliert in allen Farben, in Grün, in Braun, in so einem Kupferton. Richtig geil, egal wie ihr den dreht und wendet. Geil, einfach nur geil. Hat ein schönes breites Bürstchen. Und der ist einfach nur klasse. Der ist einfach wirklich nur klasse. Den werde ich jetzt im Sommer wieder oft auf meinen Fußnägeln tragen, weil ich trage auf meinen Fußnägeln im Sommer super gerne Nagellack und ziehe keine Strümpfe an. Im Sommer hasse ich es, Strümpfe zu tragen. Da laufe ich am liebsten nur ohne Socken und Schloppe an und Schluss. Und meine Fußnägel schön gepflegt und lackiert. Natürlich sind sie auch im Winter gepflegt, ne? Aber ihr wisst, wie ich meine. Dann haben wir hier einen Topper. Essence I Am Pine. Ja, 8 Milliliter, ne? Gel Nail Color 21 I Am Pine. So ein grün Glitzer. Dunkles grün Glitzer. Dann habe ich den hier So French, So Perfekt von Essence French Manicure Beauty Fin Nail Polish. Sind 10 ml drin. 01 Girls Best French. Und den habe ich geliebt. Ich weiß nicht, habe ich den hier? Ja, hier habe ich den noch. Nochmal. Den habe ich wirklich geliebt. Deswegen habe ich mir den mehrere Male gekauft. Genau, ich zeige euch das erst einmal. Ja, der ist schon fast aufgebraucht. Ist auch so ein Hautfarbetönchen. Und hier habe ich den nochmal mir nachgekauft. Als Backup. Aber der setzt sich langsam oben ab. Muss man langsam anfangen zu verwenden. Dann haben wir hier Gel Nail Polish von Essence. Pink Happy. Touch, 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 Touch. 8 Milliliter. Ja, 15 Pink Happy Touch. Ist doch vegan. Das ist so ein Pink. Kräftiges Pink mit Glitzer. Dann haben wir hier auch noch einen. Ja, der ist fast so wie der hier von Maleficent. Der hier. So ist der hier fast. Von Essence Violett Voltage, Voltage, keine Ahnung. 8 Milliliter ist auch vegan.
41 Violett Volltage. Der schimmert auch so, seht ihr? Super, super, super. Ja, dann habe ich hier auch jede Menge Nagelstiften-Designs, ne? Mit Pinselchen und mit diesen Kugeln, um halt eben Designs zu machen. Dann habe ich natürlich auch diese Designs mit dieser Platte, mit diesem Stempel. Das habe ich auch. Aber jetzt gerade nicht in dem Set hier drin. Hier habe ich noch von Reval de Lupien Perfekt Maniküre Helfer. So ein kleines Kästchen ist das. Ich weiß nicht, ob das der ein oder andere hat oder kennt. Das ist, unten ist Schaumstoff. Und dann legt ihr hier, so sieht es aus, legt ihr euer Nagel da rein. Nagel da rein und dann könnt ihr perfekt lackieren und versaut euch vorne die Fingerkuppe und alles nicht. So ein kleines Helferlein habe ich aber auch schon, wie gesagt, lange, gell? Der eine oder andere verfolgt hat ja, glaube ich, wie lange Reval de Lupien raus ist und wie Reval Loves Me drin ist. Dann wisst ihr da Bescheid. Dann haben wir hier von Essence Pink Ink. 8 ml vegan, 47 Pink Ink. Das ist wirklich pinky pinky. So rosa. Dann haben wir ja noch. Habe ich den doppelt? Essence gave me Spa. Moment mal. Nee, habe ich nicht doppelt. Der sieht so ein bisschen anders da aus. So ein lila, aber schimmert auch. Dann haben wir hier von Essence Shine Last and Go New Quick Day Gel. 8 ml ist vegan. Das ist so ein transparenter Nagellack. Gell? Dann haben wir hier, und ich meine, der war in einer LE. Rival de Loop. Elo Journey. Keine Ahnung. 8,5 ml ist vegan. Der Nagellack überzeugt mit hoher Deckkraft und verzaubert den Alltag. Bitte Unterlack verwenden. Das ist so ein Kupfer-Glitzerton. So ein Tönchen hier. Ne? Muss man, glaube ich, auch. Ne, da kann man nicht die Kappe abziehen. Dann habe ich hier einen von Sally Hansen. Komplett Salon-Maniküre. 14,7 ml. Den hatte ich mal in irgendeiner Zeitschrift. Aber das war noch in meiner Jugend. Ne? Den habe ich schon lange. 550 ist die Farbbezeichnung von Sally Hansen. So ein rotes Tönchen. Genau, 550 All. Da oben. So. Dann haben wir hier von Rival Loves Me HD Gels On To Go. In 45 Sekunden soll der trocknen. Naja, ne? Das ist bei mir nicht so schon. Also. Der trocknet schon schnell, aber bis der richtig trocken ist, dauert schon ein bisschen länger. 22.01. Ne, die Farbe ist 02 Coconut Milk. Coconut Milk. Da steht das. Könnt ihr das lesen? Glaube nein. Coconut Milk. Dann haben wir hier von Rival Loves Me. Oh, da setzt sich aber auch ein bisschen ab. Schönes Plautönchen. HD Gels on to go. Auch 45 Sekunden. Ne? Das ist die Farbe 23 Midnight Sun. Midnight Sun. Aber der glänzt voll schön. Das ist so ein Blau-Lila. Und der schimmert echt schön. Den hier hatte ich. Und den hier hatte ich mal. Und den hier, glaube ich. Hatte ich in einem Tauschpaket. Rival de Loop. Cleanse und Shine Nail Color. Ist 10,5 ml drin, ist die 03. So steht das hier halt eben. Oh. Ihr seht, das sind fast so dieselben Töne wie das von Maleficent. Dann habe ich den hier. Von Rival de Loop. Effect and Shine. Öpp, öpp, öpp. 8 ml. Steht auch 0,3.
so ein braun Kupfer, aber auch glänzend. Und dann haben wir den und der setzt sich auch so ein bisschen ab. Boah, den muss man mal richtig durchschütteln. Rivaldi Loop Nude Metallic 710. 8 ml 01. Jo, ne? So ein fast schon so ein rosa Weiß, aber schön schimmernd und sehr flüssig. Man sieht das nämlich hier drin. Dann haben wir hier Essence Wow Kakao Gel Nail Color 8 ml, ist vegan. 26 Wow Kakao, so ein braun Kakaotönchen. Dann haben wir hier Rivalos Mi HD Gels On To Go 45 Sekunden. 30 Mystery Black, so ein Schwarz, kann man immer brauchen in Schwarz. Dann haben wir hier von Essence, Essence Shineless To Go, 8 ml. Das ist die 25 Arabia Nights. So ein lila Tönchen. Richtig schön. Rivalos Me, Fuzzy Effekt. Das sind so kleine Splitterschienen so. 02 Prom neigt. Jo, ne? So kleine Flakes. Dann haben wir hier von Cadrice. Das ist so, war auch von der Disney LE. Limitierte Edition Mini und Daisy. Das ist die C05 Days, Daily Days. Da ist die schöne Daisy. Das ist so ein braun Kupfer Tönchen. Dann haben wir von der Reihe hier von Catrice Hobala die Mini Maus. Das ist so ein dunkles Rot. Da ist die Mini Maus. Dann haben wir hier, warte, ich muss mal durchschütteln. Von Rivalos Me steht neu dran. Color Softies. Ist vegan, 9 ml. Welche Farbe hast du? 04 Pink Primrose. Meine Güte. Ja, ne? Primrose. The Primrose. Das war von einem Adventskalender von Essence. Mini Nude Nail Polish. Ist so ein Nude-Ton. 5 ml. Ja, da sind halt nicht viel drin. Vegan. Ist so ein Nude-Ton. Das hier sind wirklich noch ganz alte Nagellacke von Essence. Essence Gel Nail Polish. Das sind ganz alte Fläschchen. Jetzt haben die schon neue. Sind glaube ich, überall 8 ml drin. 36 Da It Nude. Auch so ein Nude-Tönchen. Da sahen die Flaschen noch ganz, ganz anders aus. Hier ist so ein braun-Cremeton. Nude-Ton auch. So in der Richtung. Dann haben wir hier Essence Better Ten Gel. Ein High Gloss. 10 ml, vegan, ultra glossy Top Coat, glänzender Überlack für perfekte Nägel mit Gel-Look. Ja, so ein Top Coat, Gel-Look-Geschichte. Dann haben wir hier noch einen von Essence, All-in-One Complete Care, Base und Top Coat in einem, Multitalent. Sind 8 ml drin. Ja, das ist auch so eine Top-Coat-Geschichte hier. Dann haben wir hier noch einen von Essence. War von Adventskalender X-Mess, steht da drauf. 5 ml. 01 Holy Jolly X-Mess. Holy Jolly X-Mess. Richtig schön. Dann haben wir hier von Rivalos Mi HD. Gels
On to go, 45 Sekunden. Ist die 29 One in A Melon. So ein dunkelgrün Petrol, würde ich sagen. Dann, ich habe sehr viele von Rival Loves Me und Essence und so. Und von, sag schnell, Rival de Loop. Das sind, und Trended Up. Das sind so meine Nagellack-Favoriten. Haben wir hier von Rival Loves Me. HD Gels On To Go, 45 Sekunden. Ist die 22 Holy Smoky. Holy Smoky. Richtig schön. Dann haben wir hier von Essence. Ja gut, die haben sich jetzt alle so ein bisschen abgesetzt, ne? Weil ich habe jetzt schon sehr lange nicht mehr die Nagellacke verwendet. Essence Shineless and Go. 8 Milliliter. Das ist die 41 Big City Vibes. Big City Vibes. So ein braun Glitzer. Kupfer. Tönchen. Dann haben wir hier Essence Shineless and Go. Your Perfect Nude Share. 05 Sweet as Candy. 8 Milliliter ist vegan. Und weiß-rosa Tönchen. Candy, Candy. Dann haben wir hier von Essence. Shineless and Go. 29 Zero to Hero. So ein Grau. Dann haben wir hier von Essence. Ja, auch Shineless and Go, ne? Ist die 56 Say Summiting. Ist auch so ein, ich würde sagen, so ein helles Grau. Der andere war so ein dunkelgrau. Dunkel, hell. Dann haben wir hier einen von Manhattan. Das ist, glaube ich, der einzige, den ich von Manhattan habe, oder? Glaube ja. Ja, Manhattan, das ist die 620 Be My Valentin. Ach, den hatte ich irgendwo mal dabei bei irgendeinem Set an Valentinstag. Ja, das ist so ein wirklich schönes Rot. Dann habe ich hier noch einen von P2. Pizza, P2 war ja mal vorher in. Sag schnell. Bei DM und ist jetzt aber noch bei Aldi erhältlich. Color. Ja, ich weiß nicht, das kann ich so nicht lesen. 332 makes me happy. Auch 8 Milliliter. P2. Ja. Den hier habe ich von H&M. Nail Polish. 5 Milliliter. Keine Ahnung, was das für eine Farbe ist. So ein Rosa. Da unten steht H&M. Ja. Ich muss mal gerade hier an meinem Ohr dieses, ach, dieses Ohrring ausziehen. Weil das fängt langsam an zu drücken. Ich hatte heute wirklich einen wichtigen Termin. Oh Gott, mein Ohr ist hier so schön rot. Die Mickey-Maus-Ohrringe lassen wir noch an. So, Moment mal. Ich wollte gerade sagen, hier aus diesen Essence-Dingen hier ist mir der Teil hier oben raus. Tada. Dann haben wir hier, ach du Gott, der ist schon sehr alt und ich glaube, den kann man aussortieren. Der ist schon sehr, sehr flüssig. Beauty Line. Ich glaube, der war mal vom Kick. 10 Milliliter. Ja, 1 Euro. Ach Gott. Den habe ich aber ultra lange. Der ist vom Kick. Mal gucken, ob der noch gut ist. Den machen wir mal ein bisschen auf Seite. Den hier liebe ich im Sommer. Und der war auch von einer LE von Essence. Brave. Hashtag Pink and Brown. 01. Be brave and never regret. Falls ich es richtig ausgesprochen habe. Ist auch vegan. Aber da müsst, ist 13 Milliliter drin. Aber da müsst ihr wirklich einen Unterlack drunter machen, weil sonst ist eure Nagelplatte wirklich krass pink eingefärbt. Ich hab's probiert. Gott sei Dank habe ich die Farbe nochmal richtig abbekommen.
Nagelkleber, gell? Das zählt zu einem anderen Video. Egal. Dann haben wir von einem Essens-Adventskalender. Mini-Nail Primer. So ein Primer. Ach Gottchen, habe ich die auch noch. Die waren mal, glaube ich, irgendeinem Heft dabei. Diese Monster-Hai-Geschichten hier. Oh mein Gott. Ich glaube, diese kleinen Nagellacken hier, die sortiere ich aus. Die gebe ich meinen Nichten. Von meiner Schwester, die Töchter. Die machen sich zwischendurch auch mal so die Fingernägelchen. Meine Schwester macht das, gell? Keine Sorge. 2,2 Milliliter. Ich glaube, das sortiere ich aus. Das geb ich den Kiddies. Genauso wie die beiden hier. Habe ich hier noch irgendwo so einen kleinen rumfliegen? Die sind von Yves Rocher. Vernis Nail Polish 3 Milliliter. Oh mein Gott. Von Yves Rocher. Das ist so ein lila. Und hier so ein rot-orange. Auch von Yves Rocher. 3 Milliliter. Das gebe ich meiner Schwester. Kann sie den Kiddies drauf machen? Dann habe ich hier einen von Essence. Das war auch in einem Adventskalender. 04 Naughty or Nice, keine Ahnung, ist so ein Schwarz mit so Glitzer drin. Dann haben wir hier Essence Shine Last and Go 04 Millennial Pink. Oh mein Gott, keine Ahnung, so ein Pinktönchen. Pinky Pinky. Pinky, Pinky. Ach, oh, meine Nase. Dann habe ich hier von Essence Tis Is Me 08 Strong. Das ist so ein wirklich dunkles, dunkles Lila. Oh mein Gott, ich habe hier wirklich einen Haufen, ey. Lacura ist vom Aldi. 12 Milliliter. Da kann ich euch aber jetzt nicht die Farbe. Doch. 505 Shades of Grey. Shades of Grey. Wie der Film, ne? So, dann haben wir hier Essence. Color and Go. Boah, die sind ja schon alt, ey. Ich glaube, die sortiere ich aus. Der ist nichts mehr. Der ist kaputt. Das sieht man aber auch. Oh mein Gott. Der kommt sofort in die Mülltonne. Ciao, Kakao. Bye, bye. Ja, zwischendurch muss man mal durch seine ganzen Sammlungen mal durchgehen und gucken, was noch gut ist und was nicht, ne? Dann haben wir hier Essence Shine Last and Go. 8 Milliliter überall. Ist 35, genau, 35. Take me to heaven. So ein hellblau. Dann haben wir hier von Essence Nail Art Spezialeffekt Topper. Oh mein Gott, ja, klar. Den habe ich noch, glaube ich, 01 It's Purple Colors. Das sind so Glitzer-Sparkles. Ich meine, die habe ich mal auf den Füßen gehabt und nicht abbekommen. Ja, dann haben wir hier von Rival of Me Neon Explosion. Oh ja, vegan, 8 Milliliter. Mach bitte einen Unterlack drunter. Der ist auch wirklich krass, 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 krass. Dann habe ich hier einen von Essie. Bei Essie ist hier auch eine Kugel drin. Hört ihr die? Eine Kugel. Essie. Ja, welche Farbe bist du? Steht hier nichts. Essie. Steht nichts. Ist so ein, ich würde sagen, so ein Rot. Dunkles Rot, so mit Glitzer, so Mauve, ja, so. Dann haben wir hier Essence Anti-Split Base Coat. Ja, wenn die Fingerchen mal kaputt sind, die Nägelchen und dann so einreißen und so, das habe ich auch ziemlich oft mal. Ist auch vegan, kann man auch öfters mal drauf machen. Dann haben wir hier einen von Essence vom Adventskalender. Ho, ho, ho. 03 Ho, ho, ho heißt der auch. So ein Braunrot. Dann haben wir hier einen von Rivalos Me. HD Gills On To Go. 45 Sekunden. Ist die 12 Lucky Charm. Lucky Charm. Ich meine, du bist auch alt. Essence, Color und Care. Oh mein Gott.
Bist du noch gut? Der hat auch eine Kugel drin. Ist auch so ein Pflegedingens. Dann haben wir hier von Essence. Oh mein Gott. Auch von Shineless and Go. Aber da kann ich nicht lesen. 02 Crash. Crashed Party. Ja. So einen wirklichen Glitzerton. So ein Silber. Dann habe ich hier von Essence White Apricot Öl, also Aprikosenöl. Da ist so ein Nagelöl. Aber sehr gut, weil die Nägel pflegt. Da habe ich hier noch einen. Der ist aber mit Arganöl. Der pflegt die Nägel auch. So ein Arganöl. Dann habe ich hier von Essence, das ist hier für die Nagelspitze weiß zu machen, dieses French. Ja, dann haben wir hier von Essence, Shineless and Go. Da habe ich wirklich sehr, sehr viele. 06 Frosted Kiss. Frosted Kiss. Dann haben wir hier noch einen von Shineless and Go. 32 City of Star. Die sind auch alle vegan. So ein Blauglitzer. Fast schwarz. Dann haben wir hier. Boah, das ist auch noch eins der alten. Essence Color und Go. 44 Modern Romance. Ich weiß nicht, ob der noch gut ist. Schnell mal gucken. Dann haben wir hier noch einen. So ein lila Ton. 26 Preak Touch. So ein lila. Dann haben wir einen von Adventskalender von Essence. 02 A Season Spark. Keine Ahnung. So ein Goldglitzer. Mein Englisch ist nicht so gut. Dann haben wir hier noch einen von diesen High Monster Geschichten hier. Das ist so ein Schwarz. Das kriegen aber die Mädels. Was haben wir hier? Von Jolifin Primer 5 ml. Das ist für Gelnägel zu machen. 5 ml. Stellen wir mal auf die Seite. Dann haben wir hier von Essence ein Shineless and Go 33 Wild White Weiss. Also so ein Weiß. Ein Weiß. Oh, wir sind gleich durch. Dann haben wir hier von Essence. Oh je, I Love Trends. 04 Sweet A At First Dingsbums, keine Ahnung. So ein rosa, aber ich meine, der ist kaputt. Du bist ziemlich flüssig. Der war für 95 Cent reduziert. Da muss ich nachher nochmal gucken. Dann haben wir hier noch so einen von Essence, diese älteren. 8 Milliliter. Keine, doch. 114 Farm Fattel. Ein Rot. Dann haben wir vom Adventskalender von Essence. Vegan, steht keine Farbe. Ist aber auch so ein Rottönchen. Der ist sehr lange alt. Schon sehr lange alt. Der ist schon alt. Der war wirklich mal von Kick. Ich glaube, der kann auch weg. 9 Milliliter. Oh mein Gott. Ich glaube, der kann weg. Den stellen wir mal auf die Seite. Dann haben wir. Stellen wir ihn auf die Seite. Da tauchen wir direkt in die Tonne rein. Dann haben wir hier von Essence. Show Your Feet. 01. Cariben Sea. So ein Blau. Dann haben wir hier ein UV-Nagellack. Der glaub, hat eine Kugel drin. Der war, glaube ich, von Teddy. Glaube ich, von Teddy. Weil der UV1. Ne, der ist vom Kick 1,99. Der soll im Dunkeln, soll der leuchten. Dann haben wir hier noch ein Rot vom Adventskalender.
ein bisschen schneller machen, weil wir sind schon bald fast bei einer Stunde, ey. Shine Last in Go. Das ist so wirklich so ein gelb, orange, so ein dunkles. 53 Honey Honey. Honey Honey. Honey Honey. Dann haben wir hier ein krasses Gelb von Essence. 34 Mrs. Birds. Ein kräftiges Gelb. Dann haben wir hier von Essence. 27 No More Drama. Meine Güte. So ein lila Tönchen. Dann haben wir hier, was bist du denn? Du kannst, glaube ich, auch in die Mülltonne. Ist auch so eine weiße Farbe, aber ne, die kann weg. Die ist schon alt. Tschüssi. Dann haben wir hier einen von Yves Rocher. 64 Bleu-Ozean. Meine Güte. So, dann haben wir hier. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wo habe ich den her? Ist auch eine Kugel drin. Da kann ich euch nicht sagen, wo der her ist. Den 16 Milliliter. Da kann ich euch auch keine Farbe sagen. Aber man sieht, es ist ein Orange, ne? Dann haben wir hier Essence Nail Art Magnetics. Da könnt ihr mit diesen Magneten da machen. Dann haben wir hier von Essence. Haben sich alle abgesetzt, ey. Das ist so ein Glitzer-Weißtönchen. Dann haben wir hier noch einen vom Adventskalender. Das ist so ein Braunrot. Braunrot. Dann haben wir hier von Essence wieder so ein mit Sparkles, so ein lila Sparkle. Dann haben wir wieder vom Adventskalender. Oh meine Güte. So ein Braun-Kupfer-Schimmer. Dann haben wir wieder so ein weiß-rosa Tönchen von Essence. Also ihr seht schon, welche Farbschema mir am liebsten war, ne? So, was haben wir denn hier? Chrom. 8 ml. Wasserbasierter Überlack. Ja, war auch irgendwie so eine Geschichte. Dann der hier, der ist wirklich krass. Den hatte ich im letztes Jahr auf den Füßen. Das ist diesen Essence Holo Rainbow. 8 ml. 03 Holo Rocks. Das ist so ein Petrol, aber Glitzer, gell? Also der ist wirklich heavy auf den Füßen. Dann haben wir von Essence noch so einen Klarlack. Der ist aber fast leer. Dann haben wir hier von Essence. Nee, von Catrice. Fits All Skin Tones. Catrice. More Edit. Nude. Ist so ein Nude-Ton. 04 Shimmer Pinky Swear. 10,5 Milliliter. Also mein Englisch ist nicht so gut, gell? Ihr wisst da ja, ne? Dann haben wir hier noch einen von Essie. Ich glaube, das war auch mein erster. Ist auch eine Kugel drin. Essie. Essie, Essie, Essie. Das ist die 77. Ich kann euch die Farbbezeichnung nicht so richtig sagen. War so ein Grautönchen. Dann haben wir hier Rival Loop Young Neon Look. Das ist ein kräftiges Grün. Dann haben wir hier von Yves Rocher so ein Rosa. Das ist ein Rosa. 26 Payfade Rosa Clear. Das ist wirklich ein Rosa. Dann haben wir hier von Essence wieder so ein Schwarz mit Glitzer drin. Also ihr seht, welche Farben ich wirklich oft gekauft habe. Dann haben wir hier von Essence einen, das ist so ein Nail Art Cracking Top Coat. Das heißt, wenn ihr euch Nagellack drauf gebt und gebt den drüber, dann reißt das so ein und ihr habt diesen Look, der hier auf dem Deckel ist. Den findet ihr aber immer noch in der Theke, gell? Nur halt mit neuer Verpackung. Rival of Me HD Gels On to Go. 45 Sekunden. Upala.
ist die 28 Beverly Hills. Beverly Hills. Ja, dann haben wir hier so einen Nagel. Essence. Mein Akku. Ja, hallo. Express Nail-Drops. Das sind die Nageltropfen. Wenn ihr Nagellack aufgegeben habt, könnt ihr davon einen Tropfen drauf machen und der Nagellack ist sofort trocken und ihr braucht nicht extra lange warten. Ich habe auch extra für die Nägel so ein Gerät, da geht ihr rein. Ist wie eine UV-Lampe, dann drückt ihr runter und ist halt so wie ein Föhn. Ja, was Luft macht, wo die Nägel schneller trocknen sollen. Habe ich mir mal vor Jahren gekauft, aber schon lange nicht mehr benutzt. Ich weiß auch gar nicht, wo das Ding abgeblieben ist. Müsste ich mal gucken. Dann haben wir hier von Essence Pretty Faced 06 Yellow to Go 5 ml. Ja. Aber so im Großen und Ganzen seht ihr, welche Farbe ich am liebsten hatte. Revalos Me Flake Effect 04 Hypnotics C. Das sind wieder so Flakes. Habe ich gerne mal im Sommer auf die Füße. Dann habe ich hier einen von Lidl, von Keen, ne? Hello Summer. Das ist die Farbe 01 Golden Rose. Und die Farbe ist echt schön, die glitzert auch echt schön. Dann haben wir hier einen, den glaube ich, gebe ich auch meiner Schwester für die Kitties. Von Hello Kitty. Hello Kitty Nail Polish. 9 ml. Ja, so ein Rot. Hoppala! Okay, hält nicht mehr so richtig der Deckel hier. Von Hello Kitty. Dann habe ich hier, ich weiß aber nicht, welchen von den beiden das ist. Die kommen beide aus einer selben, aus derselben LE, sind aber andere Farben. Da habe ich hier einmal von Essence Spice It Up. Da müsste hier die 01 sein. Ja. 02 Hot Like Chili. Ist dieser hier. Ist so wirklich so ein kräftiges Rot. Jetzt muss ich mal hier gerade gucken. Puh. Oh, meine Güte. Bürst hier nicht so doll, ne? Ist wirklich kurz. Nee, der war dann also nicht. Der hat nur den Namen Chili, weil der so kräftig die Farbe hat wie Chili. Und das hier ist die 01 Sweet Like Berries. Ich zeige euch erst einmal. Und ich glaube, der riecht nach Zimt. Ja. Wenn ihr den auf dem Nagel tragt, dann riechen eure Nägel nach Zimt. Das fand ich recht angenehm und super lecker. Mein Mann hat mich nämlich da mal gefragt, was riecht denn hier die ganze Zeit nach Zimt? Hast du irgendwas mit Zimt gekocht oder so? Und ich so, nein, ich habe nichts mit Zimt. Bis ich nachher selber drauf kam, dass ich mir den Nagellack hier drauf gemacht habe, roch an meinen Nägeln und konnte mir erklären, wo der Zimtduft herkommt. So, meine Leute, meine lieben, lieben, lieben Abonnenten, die Kiste ist leer. Genau, die Kiste ist leer. Wir räumen hier wieder alles rein. Ne? Wir machen die Kiste voll. Wieder voll. Also diese Nagellacke hier, die ich euch jetzt so gerade gezeigt habe, die behalte ich so alle. Ups, sass, 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 sass. Bis auf, wo ich gesagt habe, die meine Schwester für die Kiddies kriegt da. Ne? Ich würde meine Schwester mal fragen, ob sie die haben will. Wenn meine Schwester sie nicht haben will, dann haue ich sie in die Mülltonne. Oder gib sie irgendjemand anderem weiter. Genau. Und die ich in die Mülltonne ja gekloppt habe, das habt ihr ja direkt mitgekriegt, die sind jetzt in der Mülltonne. Die sind raus aus der Sammlung. Also, wenn man sich mal überlegt, was man so über die Jahre ansammelt,
Das ist schon eine Menge Zeug, gell? Also man muss wirklich zwischendurch immer mal aussortieren und gucken, was noch gut ist und was nicht mehr gut ist, weil sonst verliert man irgendwann den Überblick. Mal die gleich wieder alle hier eingeräumt und dann darf die Kiste wieder an seinen Platz gehen. Aber ich liebe Nagellacke. Jetzt sind wir bei einem Stunde-Video. So, die kleinen Helferleins kommen hier wieder rein. Ja, genau. Meine Press-on-Nails. Solche Geschichten hier. Die zeige ich euch in einem separaten Video. Und in diesem Video, wo ich euch meine Press-on-Nails zeige, in das Video nehme ich auch meine Nagelfolien mit rein. Weil ich habe auch sehr viele Nagelfolien. Die liebe ich nämlich zwischendurch auch mal. Genau. Da machen wir ein extra Video zu. Und zu diesem Nagelset mit der UV-Lampe mache ich ein ganz separates Video. Weil dann zeige ich euch da erstmal, was alles in diesem Set drin enthalten war. Und wie das funktioniert. Ich kann euch schon sagen, in der Regel hält dieser UV-Lack auf meinen Nägeln, ich spreche nur von mir, eine Woche. Eine Woche und dann lösen sich diese UV-Lampe, also UV-Lampe, die UV-Lampe, die löst sich dann. Alles klar, Jessie. Der UV-Lack auf meinen Nägeln, der löst sich dann langsam und ich brauche da gar nicht mit so einem Remover, brauche ich da gar nicht rangehen und mit dieser Alufolie. Ich kann das eigentlich immer so fast schon beim Händewaschen oder in der Badewanne, wenn er baden geht, kann ich das immer so abpuddeln und schon so wegschmeißen. So, jetzt wollte ich euch noch meine Locken zeigen. Also, das hat gestern Abend super funktioniert. Ich war gestern Abend, seht ihr? Ich war, wie gesagt, gestern Abend duschen und habe mit meinem Mann zusammen eine Maske gemacht. Er hat eine Aktivkohlemaske gemacht für den Mann und ich hatte diese Bambi Patches drauf. Genau. Und habe mir dann, währenddessen die drauf waren, habe ich mir nachher die Haare eingerollt. Heute Morgen waren die Locken noch intensiver, aber ich musste sie ja mal aushängen lassen und auskämmen ein bisschen. Ein paar sind schon raus, aber ihr seht, was für eine Lockenpracht ich habe. Wenn diese Locken raus sind und sich wirklich ausgehangen haben und so, meine Naturlocken, die ich so habe, sind nicht viele, aber ich habe welche. Ja, die halten ewig, gell? Schön. Ich liebe es einfach, Locken zu haben, so eine richtige voluminöse Pracht zu haben. Und ihr seht, das hier ist mein Pony. Und ihr wisst ja, ich habe vor letztes Jahr im September, Oktober, November so rum mir den Pony schneiden, also so angleichen lassen, ne? Guck mal, wie lang mein Pony schon wieder ist. Hier auch. Alter. Meine Haare wachsen momentan ultra schnell. Und zwar, ich mache mal gerade wieder zu. Meine Haare, wie auch meine Fingernägel, Fußnägel, Wimpern, Augenbrauen, wachsen super schnell, weil
Ich benutze jetzt keine großartigen Präparate oder so. Ich trinke ja nur meine Säfte, wie das Rotbäckchen, ne? Mit Zink und Vitamin C. Dann trinke ich ja meine Amike-Säfte zwischendurch ganz gerne. Dann mein Orangensaft sowieso. Dann mein Ingwer-Tee und so alles. Aber probiert mal Gerstengras. Also wenn ihr auch Probleme habt mit Haarwuchs, dass die Haare nicht so schnell wachsen oder die Wimpern, die Augenbrauen oder die Nägel, dann empfehle ich euch mal in der Drogerie, vor allen Dingen im DM, glaube ich. Ich glaube DM, Gerstengras zu nehmen. Und dann jeden Morgen ein bisschen in einem trüben Apfelsaft zu trinken. Und ihr werdet sehen, eure Haare wachsen und sprießen 0, nix. Und meine Nägel, die wachsen wirklich super schnell und sind auch super, super fest und auch diese Nagelplatte super. Also ich habe da im Moment so gar keine Probleme. Ich hatte ja da auch meine Probleme und hatte Haarausfall und so. Meine Haare wollten nicht so richtig wachsen. Und bin daraufhin zum Arzt, der mir wiederum nicht so richtig helfen konnte. Da habe ich mich wiederum im Internet selber schlau gemacht und bin auf Gerstengras gestoßen. Jo, ne? Zwischendurch, wie gesagt, gehe ich ja auch mal so einkaufen. Aber wenn ich nur so zwei, drei Teile oder vier Teile habe, lohnt sich das natürlich nicht, ein Video zu machen. Ne? Und euch die Sachen zu zeigen. Und ja, wie gesagt, zwischendurch gehe ich ja trotzdem mal in den Laden und kaufe die ein, zwei, drei Teile. Aber das lohnt sich nicht für ein Video. Ne? Da haue ich jetzt nicht meine Kamera hier an und mache dann von den zwei, drei Teilen ein Video. Klar, würdet ihr euch dann, glaube ich, auch freuen, wenn dann da so ein kleines Lebenszeichen, Info käme. Ah ja, alles in Ordnung, ne? So hat das und das heute gekauft und so und ihr geht's gut. Aber das lohnt sich einfach nicht für ein paar Teile ein Video zu drehen, ne? Ich schweife wieder ab. Okay, alles klar. Ich trinke mal hier mein Käffchen zu Ende. Räume meine Nagellacke wieder weg. Werde meine Schwester fragen, ob sie die da haben möchte. Wenn nicht, gebe ich die weiter oder schmeiß sie in den Müll. Und dann, Moment, machen wir gerade mal hier den Deckel wieder drauf. Werde ich die Waschmaschine anstellen. Ich muss noch eine Maschinenwäsche waschen. Und dann, könnt ihr das sehen? Und machen wir das auch rüber. Werde ich mein Bild weiter painten. So ein bisschen weiter painten. Ich habe euch ja auch eine Short hochgeladen von meinem Harry Potter. Den habe ich nämlich gestern Abend, habe ich den nämlich, war gestern Abend? Ja, gestern Abend habe ich den nämlich angemalt. Super schön geworden. Der hat jetzt seinen Ehrenplatz bei uns im Flur auf den Schrank bekommen. Guck gerne mal in meine Short rein. Super schön geworden, wie ich finde. Mein Mann findet ihn auch schön. Und ich habe euch eine Short gemacht von meiner Holzdochtkerze, wie die schön knistert und wirklich schön runterbrennt und duftet. Den Duft, den kann ich euch leider jetzt nicht zeigen, aber ich kann euch zeigen, wie schön die knistert. Schaut gerne mal rein. Also ich finde es so ein bisschen beruhigend. Aber wenn die Kerze so fast abgebrannt, also mittels abgebrannt ist, dann wird dieses Knistern immer lauter und intensiver, finde ich. Und irgendwann nervt. Irgendwann nervt es. Doch irgendwann geht es einem auf den Keks. Aber so am Anfang und so ist das wirklich sehr, sehr, sehr schön. Aber dann so fast zum Ende hin, da geht es einem wirklich auf den Nerv. Ich zeige es euch gerade. Und dann painte ich hier mein Yorkshire Terrier Bild weiter. Diese Hunderasse, wie gesagt, die habe ich ja. Nur hier ist jetzt ein Yorkshire Terrier, der sein Fell wirklich ganz lang hat. Und ich werde meine Hundetusche immer regelmäßig selber scheren. Gerade im Sommer. Da schwitzen die sich kaputt. Das ist einfach zu warm mit der ganzen Wolle. Und ich halte meine Hunde eigentlich in der Regel relativ immer gleichmäßig kurz. Ne? Und das ist für meine Hunde wirklich angenehmer. Ne?
Und ja, dann werde ich ja dann weiter painten. Ich habe jetzt hier schon, Moment, eins, zwei Tütchen schon angefangen und leer gemacht. Ja, ne? Ich habe dieses Weiß, könnt ihr das sehen? Dieses Weiß gemacht und in Rosa das Mündchen, also den Mund, Mündchen, Mund. Finde ich echt super. Das Bild habe ich für, ich meine, 6,95 € bei Idee mit Herz bestellt. Sage ich euch nur so, ich werde nicht bezahlt, keine Kooperation, nichts, ne? Selbst gekauft. Aber wenn ihr euch auch dafür interessiert, schaut da gerne mal vorbei. Das Bild ist in 30x40 und hat. Bop, 17 Farben. Jo. Sehr, sehr schön. Und dieses Light Pad hier, das LED-Lichter-Pad hier, das bekommt ihr für 20 € im Action. Die haben aber, glaube ich, auch für 13 das kleine, dieses A4-Dingens. Das habe ich auch, aber für größere Bilder ist das toll. Ich schweife wieder ab. Wir waren eigentlich beim Nagelvideo hier, beim Update für Nagellack. Okay. Ja, sonst habe ich nichts zu sagen. Ich glaube, ich muss mal irgendwann mal so einen Laber-Vlog machen. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es in die Kommentare. Ja, dann bleibt mir nicht mehr zu sagen. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Däumchen ist ein Träumchen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr keins meiner Videos. Und dann würde ich sagen, passt gut auf euch auf, denn das tue ich auch. Bleibt gesund und bis dahin. Tschaui!